Jetzt versuche ich noch ein zweites Mal den Motor da rauszubekommen. Vielleicht muss ich einen anderen Schraubendreher nehmen. Mit einem von den beiden hier muss das ja wohl gehen. Der ist auf jeden Fall gut angeklebt. Ich glaube, ich schneide ihn jetzt einfach so komplett raus. Das dürfte einfacher sein. Das seht ihr jetzt natürlich wieder nicht. So, was habe ich ihn einfach rausgebrochen. Ich versuche jetzt nochmal mit dem Schraubendreher daran zu arbeiten. Und die Schrauben jetzt rauszubekommen hier. Jetzt kann ich mich auch besser den Druck ausüben. Dann kriege ich die nämlich auch ab. Den Motorspann selber werde ich auch recyceln, weil den kann ich bestimmt gebrauchen. Ja, hier seht ihr Schraubensicherung, wenn das scharf stellt. Da ist Schraubensicherung drauf. Wobei die eigentlich eine andere Farbe hat. Das kann natürlich auch sein. Oh, die ist sehr fest, die Schraube. Die kriege ich auch wieder ab. Es kann natürlich auch sein, dass die Schraubensicherung sich verändert von der Farbe her. Wenn die hart wird. Das weiß ich nicht genau. Hier ist die Farbe fast genau gleich. Ich wundere mich nur, warum die eine Schraube so fest ist. Oh. Wundert mich irgendwie, dass hier so fest ist, die eine Schraube. Dann würde ich sagen, sind wir sogar gleich fertig. Nachdem ich den Motor hier raus habe, geht es nämlich nur noch an die Magneten, die hier drin sind. Das wäre jetzt schon schön, wenn ich das Ganze mal abbekommen würde. Ein bisschen weiter abbrechen hier, die ganzen. Da seht ihr, wie das angeklebt war hier überall. Jetzt ist nur noch die eine Schraube hier fest. Vielleicht bekomme ich das mit ein paar Schlägen locker. Ich hole einmal kurz den Seitenschneider, genau, weil dann könnte ich damit Schläge da drauf machen hier. Und vielleicht mache ich dadurch den Schraubensicherung locker, weil man sagt ja, durch Hitze oder durch Schläge kriegt man das frei. Nee, das wird nichts, da geht eher die Schraube kaputt. Ich werde das Ganze jetzt mal mit Hitze versuchen und danach sehen wir uns wieder, genau. Also Leute, da bin ich wieder, ne? Ich habe, wie ihr seht, den Motor abbekommen. Das Ganze war aber ziemlich kompliziert. Denn, also hier sind die anderen Teile davon. Und hier die Abstandshalter. Hitze alleine hat nicht funktioniert. Ich musste nämlich dann den Schraubenkopf, der hier dran war, musste ich abflexen, abtrennen. Das war die Unterlegscheibe, die da war.
Weil hier seht ihr das Weiße, das war ziemlich, ich schätze mal, viel Schraubensicherung, ein bisschen sehr viel. Und deswegen hat man das nicht abbekommen. Dann musste ich hier, wie ihr seht, da und da sind Zangenspuren. Hier war das drin, hier kam die Schraube nicht raus. Und dann habe ich mit der Zange hier das gegriffen, richtig festgehalten, mit der anderen Zange hier festgehalten und das dann auch rausgedreht. Anders habe ich das wirklich nicht rausbekommen. Ja. Und dann kommt das auch beiseite mit den Schrauben hier. Ich hoffe mal, ich habe irgendwo noch Schrauben, damit ich den hier festmachen kann. Kommt die auch beiseite. Der Schraubendreher auch. Hier das Ganze kommt auch zur Seite. Guck, ich das noch ein bisschen sauber bekomme hier. Ne, der Rest muss anders gereinigt werden. Der Motor kommt auch zur Seite. Und dann mache ich jetzt noch eben schnell hier die Magneten raus. Das Ganze wird auf die gleiche Art und Weise gemacht. Ist hier überhaupt Tesafilm bei denen? Ich glaube ja. Ja. Erstmal das Klebeband raus. Und dann wird er wieder so aufgeschnitten. Na komm schon, ich will mir nicht in die Finger schneiden. Und rausgedrückt. So. Hier dasselbe. So. Und danach, wenn ich mit den vier Magneten fertig bin, dann ist das Video auch vorbei. Na, der auch? Komm. Bei den Rest mache ich dann ohne Video. Also die Magneten zum Beispiel bereinigen, dass da kein Kleber mehr dran ist und so weiter. Weil das muss ich nicht alles auch noch aufnehmen. Das meiste kann man mit der Zange, das kann ich jetzt schon mal sagen, so das meiste von diesen zwei Komponenten Harz oder zwei Komponenten Paper kann man mit einer normalen Zange einfach abbrechen. Den Rest muss man halt versuchen mit dem Messer dann abzupulen irgendwie. Muss halt jeder selbst rausfinden, wie er das macht. Na komm schon. So. Und noch schnell der letzte Magnet. Auch da wieder zuerst das Klebeband ab. Dann kurz vier solche Schnitte an allen Kanten, so nah wie möglich am Magneten dran. Und dann bekommt man den auch raus. Hoffentlich. Mache ich das hier mit dem Schraubenzieher kurz, mit dem Schraubendreher. So. Jetzt ist der auch raus und dann würde ich sagen, war es das für das Video und bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Video, euer RC-Tronic. Halt, nee, doch nicht. Ich habe was vergessen. Hier dieses Stück, Gegenstück vom Magneten, von der Kabinenhaube. Entferne ich auch mal eben schnell. Oder auch nicht. Das ist mir ein bisschen klebrig, das lasse ich glaube ich doch. Mal gucken, wie es an der Kabinenhaube aussieht. Da ist es wahrscheinlich genauso, okay. Ich dachte, ich kann den Magneten auch recyceln sozusagen, aber dann lasse ich das mal. Dann ist das Video jetzt doch vorbei und bis zum nächsten Video, euer RC-Tronic. Ja.